Na, Dickerchen. Warte, war das Heizung, Nachbarn, haben wir schon gesehen und gefragt, was das ist. Ich habe gesagt, ihr seid doch schuld dran, lasst doch eure Finger weg von dem Kessel. Ihr habt das Ganze zu hoch eingestellt. Ja, und warum fuschen die da überhaupt rum? Wie kommen die überhaupt dran? Ist sowas nicht in einem Heizraum vielleicht drin, der eigentlich im Normalfall abgesperrt ist? Wie, was, warum machen die das? Fuschen echt die Einwohner dran rum, oder wie? Das darf man halt nicht mal. Ich meine, dafür gibt es ja eigentlich so dieses Personal dafür und so, weißt du, wie man... Warum fuschen die da überhaupt rum? Das geht ja halt auch gar nicht, tatsächlich. So, Leute, für uns geht's jetzt tatsächlich endlich mal in die Gerudo-Stadt. Nee, stimmt gar nicht. Wir machen ja einen Schwenker jetzt noch zum Versteck der Jäger. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir machen hier weiter mit Jägersachen. Ich nehme aber eine kleine Abkürzung, ja? Damit wir das nicht so weit haben. Achso, ja genau, doch. Ich gehe dahin und dann gehen wir zu Fuß hier so rüber, ne? Ein bisschen besser, ne? Hab da keinen Bock mehr drauf, auf dem Mist. Auch egal, ich mach meinen Kopfhörer laut und dann gibt ihm ganz einfach, weißt du. Achso, ja. Ja, weil die dumm sind. Ja, okay. Ja, es gibt manchmal Leute, weiß ich nicht, die machen Sachen. Das sollte man halt sein lassen, ne? Menschen manchmal, ne? Menschen manchmal. Reg dich nicht auf, Eisi. Ich weiß, es ist, ihr weiß schon. Manchmal muss man es auch rauslassen, so wie ich heute. Weißt du, normalerweise, ja, es bin ich immer genervt, wenn doch ein bisschen was wieder von der Post ist, so, und dann denke ich mir, ja, seufze ich halt nur kurz und sage, ja, mei, okay, scheiße, ist halt wieder dumm. Aber heute war so ein Tag, da musste es scheinbar so richtig raus. Da hat es mich wirklich fett aufgeregt. Ja, aber, hey, weiß ich. Reg dich nicht zu sehr auf, ja. Mach irgendwie Beste draus, keine Ahnung. War es ja auch ungesund, wenn man sich einfach zu sehr aufregt. Ist so. Ist es auch oft nicht wert. Ja, Eisi, ich hoffe, das gibt sich dann auch wieder mit den Sachen. Keine Ahnung. Wow, der fetzt, gell? Ich lenke mich jetzt zum Beispiel mit diesem Zelda-Stream ab. Ja. Ja, eben, das lohnt sich nicht. Das ist so. Nun, hast du recht. Das ist oft so. Das lohnt sich oft gar nicht. Oh Mann, hier ist voller Treibsand. Oh Mann, ich glaube, wir brauchen so einen Schlitten hier. Boah, krass, schaut euch das an. Boah, was für ein Sandlauf. Aber das ist voll cool gemacht. Guck mal, wie hübsch das alles ist. Oh Gott. Wow. Ah, schau an, schau an. Die Statuen auch wieder, die führen bestimmt zu irgendwas. Was schwurbelt da rum? Achso. Okay, Leute, los geht's. Genau, ruf. Genau, mach's. Genauso machst du es, Eisi. Ja. So ist es. Ja. Und ich, ja, muss irgendwann eine Ersatzhülle holen. Auch Mai. Was weiß ich. Für meine Sache. Ja. So. Warte. Das ist natürlich ganz praktisch, dass hier jetzt sowas rumsteht. Hm? Ja, genau. Super, Spui. Das ist Wahnsinn. So. Hey, komm her jetzt. Was ist los mit dir, hä? So. Ach nö, bitte, der Reifen, der muss voll auch hier so hin, hallo. Juppa, so. Dann fahren wir mal mit dem Fahrzeug darüber, let's fetz. Wir haben ja super viel Batteriesaft, gar kein Problem, ne? Ah, ja, oh, das verstehe ich, also das ist natürlich blöd, klar, wenn du streamst. Aber vielleicht einfach mit so einem Geräuschefilter oder so. Keine Ahnung, muss mal gucken. Vielleicht geht da ja was. Aha! Das ist ein Krog. Ich hab's genau gesehen, Leute. Seht ihr das? Oh Gott. Nein, so knapp. Echt ohne Schmarrn. Hä, was ist das? Hab dich.
Tada! Boah, frech! Ich mit meinen Adleraugen wieder, hey. Das hat man doch fast nicht gesehen. Aber ich hab's gesehen, ja? Sowas geht nicht an mir vorbei. Juhu, ein goldener Kackhaufen. Ja, Mann, endlich. Hab ich mir schon immer gewünscht. Es ist so langsam, das Gefährt, aber ich glaube, es ist trotzdem schneller als zu Fuß, oder? Oh, Steine. Voll gemeine, diese Steine. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, hey. Wir haben ja das Jägerversteck immer nur von hinten gesehen. Aber jetzt mal von vorne. Immerhin hast du genug Batterien. Das ist so. Alle acht, ja? Ich hab sie alle. Und dann haben wir herausgefunden, dass man sie erweitern kann. Großartig. Aber wie man sieht, ich bin nicht schon in einem Erweiterungsslot. Das ist ganz cool. Das ist schon echt praktisch. Wobei ich mir denke, what the fuck? Wobei ich mir denke, warum gibt es insgesamt in dem Fall eigentlich 16, wenn du deine Teile sowieso nie so lange benutzen kannst? Weil die Teile irgendwann verschwinden. Die lösen sich ja auf. Ja? So bekloppt. Eigentlich braucht es gar nicht so viel Saft. Ja, okay, doch, stimmt. Jetzt, wo ich überlege, wenn du Sachen baust, die super viel Saft schlucken, die dann in 10 Sekunden leer sind, ja, okay, dafür dann. Aber generell, jetzt zum Beispiel für sowas hier, für so ein Gefährt, das ploppt doch nach 5 Minuten, löst es sich eh auf. So, hä? Was machst du eigentlich hier? Dann hast du es herausgefunden. Hä, was? Ja, wie, was? Ich spreche jetzt mit der. Meinst du, dir passt dieses Outfit? Das sollte hauteng sitzen, vor allem am, am Bauch, genau wie beim großen Koga. Egal, ich suche jedenfalls unseren Erzfeind Link, also kannst du dich bitte mal verdrücken? Oh, wie gut! Oh, wie gut! Siehst du? Weil ich ein Jäger bin, und das ist ein Jäger, denkt die, ich gehöre dazu. Oh, schau, das sind so diese Extrasätze, das ist voll lustig. Es macht voll Spaß, als Jäger verkleidete Jäger zu sprechen. Das müsst ihr auch machen, das habe ich jetzt leider vercheckt, klar. Weil es ist ja auch, am vergessenen Plateau hockt ja plötzlich Zelda rum, also ein Jäger. Und damit kann man dann auch reden. Natürlich, als Jägerverkleidung. Und dann sagt der auch, ja, irgendwie, keine Ahnung. Der sagt halt auch ein bisschen was. Das ist super interessant. Das macht Spaß. So entgeht man natürlich die Jägerkämpfe. Krogfoltermaschinen. Krogfoltermaschinen. Warum Krogfoltermaschinen? Die Batteriesäfte haben doch mit den Krogs nichts zu tun. Mach mal ganz voll die Batterien. Oh, weiß nicht wohl. Irgendwann bestimmt. Tulin? Ich brauch die voll gerade gar nicht mehr, ne? So, schau an, schau an. Hä, sah der Eingang schon immer so aus? Versteck der Jäger. Hallo! Ah, ich hab gehört, hier kann man die fiese Technik Erdmanipulation lernen. Oh, da ist irgendwas. Genau, wir bekommen hier irgendeine lustige Sache. Na, verschwinde, nur Mitglieder der Jägerbande dürfen hier rein. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich will eine tolle Technik lernen, damit ich beliebter werde. Wir sind Geheimagenten unter Kogas Kommando. Und es ist egal, wer oder was du bist, du musst nur gut spionieren können und stark und loyal sein. Erst wenn du die 3 Stützpunkte findest und die Jägerkluft erhältst, wirst du zu uns gehören und darfst eintreten. 3 Achso, ja, die Jägerkluft. Ja, genau, das haben wir gemacht. Und dann bringen wir dir vielleicht unsere Technik bei. Das ist alles. Wie wäre es mit ein paar Hinweisen? Wo sind diese 3 Stützpunkte? Was ist eine Jägerkluft? Ach komm schon, das ist doch ein Witz. Mama hat gesagt, mein süßer Watzel schafft den Test auf Anhieb, also habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dann schaffe ich nicht nur den Test nicht, ich schaffe es nicht mal durchs erste Tor. Aber wenn ich zur Jägerbande gehöre, lerne ich eine unfassbar fiese Technik. Wenn ich sowas könnte, würden mich alle annehmen. Hä? Ein echtes lebendiges Mitglied der Jägerbande? Krass, bin vorher noch nie einem begegnet. Das ist also die Bandenkluft? Das sieht ja schicker aus, als ich dachte.
Alles klar, ich gehe jetzt zu diesen drei Stützpunkten, sacke auch die Bandenkluft ein und lerne dann eine tolle, fiese Technik. Ja, alle finden mich. Umwerfend. Okay. Ja. Zum Versteck der Gigabande. Ja. Ja, gut, dann, ne, der soll mal die Gigakluft suchen. Wir machen da mal den Test. Hallo? Ah, in Ordnung, du kannst rein. Danke. Ja, den Raum kenne ich noch. Oh, wie cool, oder? Oh, jetzt bin ich gespannt, was erwartet uns? Spricken. Diese Haltung voll Autorität. Ich hatte ja gehört, dass du Potenzial hättest, aber dass du dann mitmachst und sogar zum Jägeroffizier aufsteigst. Tja, Respekt! Aber pass bloß auf, dass dir der Offizier nicht zu Kopf steigt. Gib dir Mühe und bleib immer schön bescheiden, ja? Also, wie du weißt, werden von diesem Versteck aus die Forschungen in der Jägerbande im gesamten Untergrund geleitet. Hier werden Fahrzeuge mit Sonderausstattung hergestellt, Mitglieder ausgebildet und so weiter. Wir hoffen, dass du hier deine Fähigkeiten ordentlich einbringen wirst und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Geil, ja, danke. Schön, dass er auch das auch mitbekommen hat, jetzt, dass ich Jägeroffizier geworden bin. Das ist so cool. So, was gibt's denn hier? Oh, ihr verkauft die Waffen. Das ist ja mega geil. Verstehe, verstehe. Hier müsste man auch beinahe ein Portmedaillon hinballern, ey. Was ist hier? Was für ein elektrisierendes Gefühl, hier direkt neben diesen Stacheln zu sitzen. Hey, du Vogel, es ist unhöflich, Leute so anzustammen. Bist du scharf auf meine Stacheln? Nee, du Bastard. Sprich mich bloß nicht an, wenn ich irgendwas ist, ja? Okay, klar. Hier habe ich gehört, gibt's Pfeile? Uhu, und ein Bogen. Doppelschussbogen. Nice. Hey, für jemanden, der neu dabei ist, kennst du dich überraschend gut aus. Dafür will ich 88 Rubine. Kannst du das auch bezahlen? Klar. Deine Tasche ist voll scheiße. Deine Tasche ist voll scheiße. Moment, 35 pro Preis, pro 10er. Ist ja super günstig. Geil. Boah, shit, hier muss ich wirklich ein Portmedaillon hinzwiebeln. Da gibt's Schwertbananen, super lustig. Ich nehme alles, hey. Wie lustig. Was ist hier? Nix, einfach. Ja, dann würde ich sagen, das ist der einzige Weg nach drin. Ich guck mal, was hier abgeht. Warte mal. Ich habe Medaillon hier hingesetzt und Tabu Rasa. Und wo ist mein drittes? Wo habe ich das? Habe ich überhaupt ein drittes gesetzt? Doch, hierhin. Na, was soll's. Warte mal. Finde ich super lustig hier. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Hallo. Hä? Ist eine Kiste und so, okay. Okay. Na gut. Na nö. Ah ja, ein Fahrzeug. Das ist ja super interessant, dass sie von hier aus jetzt die ganzen Untergrundsachen machen. Ah, kann ich dir irgendwie helfen oder so?
Jetzt noch den Reifen hier dran und gut festschrauben, damit er nicht abgeht. Ah? Hey, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du mich so aus der Nähe anstarrst, ohne ein Wort zu sagen. Ich habe zu tun, damit dieses gepanzerte Fahrzeug zu reparieren, das der Untergrundtrupp zu Schrott gefahren hat. Oh. Wie? Du interessierst dich für mein Pieksmobil? Ja, schon? Hä? Was ist mit ihm? Ja, nun, wenn du dir das absolut nicht ausreden lässt, könnte ich dir ein neues für 999 Rubine verkaufen. Moment. Du siehst mir aus wie ein Jägeroffizier, weshalb ich dir das Gefährt sogar für günstige 500 überlassen würde. Dein Erfahrungsschatz kann bei der weiteren Entwicklung dieses Modells nur von Vorteil sein. Wenn dir allerdings jemand von unserem kleinen Geschäftchen erfahren würde, wäre das nicht gut für mich, du verstehst? Können wir die Übergabe draußen machen? Ja, ich kann das kaufen? Definiere doch lieber nicht. Ich bastle kühle Figur aus dir. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was bringt mir das zu kaufen? Ich speichere hier mal kurz. Kriege ich dann die Anleitung dafür oder... Was bringt mir das? Jetzt Moment mal. Ich will eins? Was ist das genau? Jetzt pass mal auf. Du, ja, kein Problem. Lass mich darauf, dass du meine Erfindung pflegst und so eins ist, wie du es für richtig hältst. Die Ware steht draußen, hier entlang, mir nach. Okay, ja. Nimm ihn, die Reifen gibt's gratis dazu. Ja, okay. Nee, einfach so. Ah, okay, nee, einfach so und dann kann ich damit rumdüsen. Okay. Ja gut, das ist sinnlos. Hätte ja sein können, dass wir auch den Plan dafür bekommen, ne, für unsere Bautomatik. Aber nee, so ist ein Schmarrn. Braucht man nicht. Ist witzig, aber nee. Ja, drum, lieber immer manuell speichern, dann weißt du Bescheid. Ausprobieren und dann, ja, ne? Okay. Interesting. Und hier gibt's dann, okay, hier gibt's dann sowas. Ja, okay, verstehe. Okay, was ist oben? Da war eigentlich deren Bananenlager. So cool, wieder hier zu sein, echt. Ah, da liegt ein Buch. Blitzschutzhelm-Forschungstagebuch. Oho, Blitzschutzhelm. Der sogenannte Donnerhelm ist ein Relikt der Gehode, welches seit Generationen Königin an Königin vermacht. Der blitzresistente Helm war zwar kurz in unserem Besitz, doch Diebeshände entrissen ihn kurz darauf. Das waren wir. Wir hatten die Königin ob ihres jungen Alters unterschätzt und zahlten dafür einen schmerzhaften Preis. Makela Riccio ist eine Gegnerin, die keineswegs zu unterschätzen ist. Oh! Vorname. Der Donnerhelm wurde uns zwar erneut geraubt, doch war es uns zuvor gelungen, ihn bis ins kleinste Detail zu analysieren. Wie von einem sogenannten heiligen Erbe zu erwarten, ist der Nachbau allerdings kein Pappenstiel. Insbesondere die Beschaffung von Werkstoffen mit genügender Blitzresistenz stellt ein anhaltendes Problem dar. Zusätzlich misslingt jeder Versuch, die komplexe und delikate Struktur des Helms erfolgreich nachzukonstruieren. Ich vermag nicht mehr zu zählen, wie oft mir der Blitz in die Glieder fuhr, wie viele Male ich nur um Haaresbreite überlebte. Welch Wohltat für meinen geschundenen Körper, als mich plötzlich der Bericht eines unserer Spione erreichte. Dieser Mitarbeiter, als Wanderer getarnt, hatte von einem reisenden Subjekt wertvolle Informationen gewinnen können. Das Subjekt, mit eigenen Ambitionen, designerisch tätig zu werden, legte unwissend den Grundstein zu unserem Erfolg. Dank seines Tipps gelang erstmals die Herstellung eines Blitzschutzhelms, der diesen Namen auch verdient. Der Gebrauch des Donnerhelms der Gerudo scheint nur einem kleinen Kreis ausgewählter Personen möglich. Auch unser Blitzschutzhelm kann nicht von jedem dahergelaufenen Agenten betrieben werden. Diese hat nicht nur technische Gründe, es scheint vielmehr eine geradezu persönliche Komponente zu bestehen. Helm und Träger müssen sozusagen auf derselben Wellenlänge liegen, was leider nur wenigen Individuen vergönnt scheint. Ursprünglich plante ich, den Träger des Blitzschutzhelms selbst zu schulen, wofür ich nun jedoch zu geschwächt bin. Die unzähligen Blitzanschläge haben meinem Leib an seine Grenzen gebracht und ich habe keinen Nachfolger. Ich konnte nur ein Exemplar anfertigen. Die vorliegenden Aufzeichnungen sollen meine geliebte Bande zum Siege leiten. Möge ein mit dem Blitzschutzhelm gekrönter Jäger Elend und Verderbnis über das Königshaus von Hyrule bringen. Interessant. Was bedeutet das? Gibt's jetzt nochmal so einen Donnerhelm oder echt eine Jäger-eigene Fassung? So.
Die haben an einem Replikat gearbeitet. Das ist ja super verrückt. Da steckt ein Pfeil drin. So. Ist hier irgendwas Interessantes noch? Ich meine, hier in der Mitte ist ein What the fuck, das ist ja wirklich. Hä, was? Aber das ist ja fies, jetzt ist das halt wirklich ein Replikat, oder? Das ist ja ein. Ja, moin. Einfach ein Donnerhelm. Kann ich den haben oder so? Du bist also der Wunderknabe, wie? Schneller zum Offizier aufgestiegen als jeden Jäger vor dir. Hier trainiert der unwichtige Pöbel, aber denk nur nicht, dies wäre der falsche Ort für Lichtgestalten wie dich. Na, Verzeihung, eigentlich habe ich ja nur Bewunderung für dich übrig, aber hier gilt jeder erstmals Anfänger. Also gut, Zeldas Verschwinden ist unsere Chance, den Kampfgeist der übrig gebliebenen endgültig zu brechen. Nur Zeldas Leib- und Magenritter Link, das Aas, ist immer noch unterwegs und geht seinen infamen Übeltaten nach. Daher trainieren wir so hart wie noch nie. Das Früchtchen weiß sich zu wehren und wir dürfen nicht scheitern. Offizier oder nicht, auch du wirst alles geben müssen, um Link der Plage das Handwerk legen zu können. Das ist so gut. Zeig mir, was du kannst. Okay, klar. Mit diesem besonderen Schmuckstück, dem Blitzschutzhelm. Er ist unser heiliger Schatz, der seinen Träger vor Elektrizität schützt. Ein mächtiges Artefakt, mit dem nur ausgezeichnet geschulte Agenten umzugehen wissen. Das Training besteht aus einem Kampf mit einer genau festgelegten Dauer gegen eine Übermacht von Kontrahenten. Der Siegerpreis richtet sich dabei nach der Anzahl Gegner, die der Anwärter niederstrecken konnte. Also, wir wollen ja deine Körperkraft prüfen. Dein Versuch als erstes mal, drei Gegner innerhalb von einer Minute zu besiegen. Gewöhnlich gilt eine Teilnahmegebühr von 100 Rubinen, aber einem lerneifrigen Neuling wie dir erlasse ich sie. Eines muss dir trotzdem klar sein, mittendrin aussteigen geht nicht. Wenn du mitmachst, dann bis zum Ende. Klar. Ganz vorzüglich. Dann soll das Training beginnen. Fertig machen zu Kampf, ihr Lumpen. Wie witzig. Na dann, wollen wir mal. Eins. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe eine Liga-Rüstung an. Ich bin jetzt nicht so stark. Naja, geschafft. Genug. Aha. Beeindruckend, dass du immer noch aufrecht stehst. Du hast wie befohlen drei Gegner ausgeschaltet. Gar nicht schlecht für einen Neuling. Hier, nimm dies als Auszeichnung für die Leistung. Ein Jägerstoff! Oh, wie witzig, für ein Parasegel. Das ist ja mega cool. Lass dich bewähren, versuch als nächstes sechs Gegner niederzuschrecken. Cool, 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 cool. Nieder mit Link! Warte, was? Je öfter du dich im Training stehlst, desto stärker wirst du sein. Lass nie eine Gelegenheit aus, dich zu üben. Die Erdmanipulation ist eine Jäger-Geheimtechnik. Nur jener, der sie beherrscht, kann wahrlich einer von uns werden. Sechs Gegner musst du niederstrecken, um dich als ihrer würdig zu erweisen. Also, willst du es versuchen? Ah, jetzt kriegen wir diese Erdmanipulation. Schau an. Okay, ja, jetzt wird's lustig. Zwei. Eins. Go. Das dauert echt zu lange, echt alles. Oh oh. Ach, einfach rein, ehrlich. Hey! Wie er da liegt! Scheiße, Mann, wieso dauert der Bogen immer so lang? Geschafft! Neuer Rekord! Oh, wie witzig. Gut, mit dem langen Stab hier ist es gar kein Problem. Oh, das hast du auch geschafft. Wahrlich beeindruckend. Mir scheint, wir können Großes von dir erwarten. Vortrefflich. Du hast dich als würdig erwiesen, unsere geheime Technik zu erlernen. Deine volle Aufmerksamkeit bitte. Nicht allen ist diese Ehre vergönnt. Erdmanipulation Anleitung. Diese esoterisch angehauchte Anleitung offenbart die nur von Jägeroffizieren beherrschte Technik der Erdmanipulation und ermöglicht aufgeladene Angriffe ohne Waffe. Das ist ja mega geil.
Falls mich mein Auge nicht trügt, könntest du das Zeug dazu haben, unglaubliche neuen Kontrahenten zu bezwingen. Sag mir, wenn du erneut trainieren willst und vergiss ja die 100 Rubine nicht. Ohne Waffe? Entrüsten? Ausrüsten. Oh, wie geil ist das denn? Das ist ja mega lustig. Oh, das ist ja cool. Je öfter du dich dem Training stellst, desto stärker wirst du sein. Lass nie eine Gelegenheit aus. Der Blitzschutzhelm ist der heilige Schatz unserer Bande. Nun vergleichlich mächtiger Kopfschutz, dessen Gebrauch nur mit entsprechender Übung zu beherrschen ist. 9 Gegner. Eine unerreichte Zahl. Sag, willst du es versuchen? Ja schon, aber was ist eigentlich... Warum kann ich kein Foto von dem Scheiß machen? Naja. Gut, dann versuchen wir es, ne? Los geht's. Versuchen wir es jetzt mit dieser Erdmanipulation. Auf die habe ich jetzt Bock. Das ist ja super cool. Oh. Okay, die ist nicht sonderlich stark. Aber cool, dass das überhaupt geht, echt. Spawn ja immer vor mir, das ist ja der Witz. Da haben wir nochmal sowas. Ach nee, das ist kein Langdingsi. 6. Oha. Geschafft. Tada! Hey! Voll witzig, echt. Boah, viele versuchen sich an diesem Training, aber du bist der Erste, der neuen Gegner ausschalten konnte. Welch Kampffertigkeit, womöglich bist du sogar den berüchtigten Link ebenbürtig. Du scheinst weit fähiger, als ich annahm. Hiermit sei dir die Ehre vergönnt, unseren heiligen Schatz zu empfangen. Der Blitzschutzhelm. Kein Blitzschaden. Kopie des heiligen Erbes der Gerudo-Stamms, angefertigt von den Jäger. Dieser mit Topassen verzierte Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Sei auch fortan fleißig und stehle dich. Link sei dem Untergang geweiht. Ewige Ehre dem großen Koga. So, so. So, so. Ja, das ist ja super lustig, hey. So, da blablabla. Ups, ja, okay. Ja, voll cool, hey. Ablegen. Oh. Upsi. Na hoppla! Oh, na nun, Der Jägerwachtrupp! Ja, Mensch, ne? Servus Kuni übrigens! Mist! Meine Tarnung ist aufgeflogen! Oh, wie witzig! Na gut, dann kann ich ja auch gleich in die Vollen gehen, ne? Moin, Leute! Hey, meine Klinge ist schon wieder kaputt. Ich hasse alles. Oh. Hey! Bam! Wieder schauen! Reingehauen. Super lustig war das jetzt. Okay, okay. Ich glaube, wir haben auch alles aus dem Versteck, nicht wahr? Ich glaube, da gibt's auch nicht mehr wirklich was zu holen, schätze ich. Ich gehe mal nochmal rein, wenn es geht. Ich glaube schon. Das sind ja nicht die Schlausten. Moin, darf ich da mal ganz kurz irgendwie rein oder so? Ja, vor allem... Der Witz ist, ich habe das Teleportmedaillon ja hier reingesteckt. Irgendwie auch witzig. Naja.
Ich muss noch mal dahin. Vielleicht gibt's noch was am Ende. So. Vor allem diese Kiste, ne? Die fuchst mich. Oh, ich weiß nicht, ob das da durchgeht, hey. Oh, doch. Ja, ist wirklich ein Tunnel, ne? Keine Ahnung, wo der ist. Jetzt hör mal auf! Link wieder. Aha! Haha, gefunden. Vielleicht gibt es da ja nochmal irgendwas sehr Interessantes. Oh mein Gott. Oh. Das gibt's doch nicht. Man kann es auch übertreiben. What the fuck? Ich habe mich gesprengt? Hä, wieso? Warum auf einmal? Mann, was... So ein Müll, echt? So, was ist jetzt da? Weh, es lohnt sich nicht. Kekse. Schleichmedizin. Warum? Kuni, hast du gesehen? Wir haben neue Emotes und so. Weil Twitch hat es erweitert jetzt. Von 10 auf 20 dürfen Affiliates jetzt haben. Voll cool. So, pass auf. Also, das haben wir ja erledigt. Jetzt gucke ich mal hier. Was ist mit dir? Du bist doch Link! Zumindest sehen mir deine Haare so aus. Das ist nicht gut. Als Mitglied der Jägerbande sollten sie tief schwarz sein. Aber wenn du arbeiten kannst, soll es mir egal sein. Wir brauchen gerade jeden, der anpackt. Jetzt mach schon. Oh Gott. Junge, das war aber wirklich knapp. Wow. Ein riesen Bananenvorrat. Was ist hier noch los? Wenn du Zeit hast, hier rumzuhängen, kannst du uns auch genauso gut helfen. Wir haben immer noch nicht genug Vorräte von unseren Untergrundbasen. Dieser Link-Typ hat unsere Stützpunkte verwüstet und den Nachschub an Futter und Material unterbrochen. Jetzt rennen alle im Untergrund rum wie aufgescheuchte Hühner. Warum muss ich hier das machen? Ich bin als Kämpfer ausgebildet mit Fortbildung in sinnloser Zerstörung. Aha, kann man da irgendwie was machen oder so? Die Art, wie du dich gibst. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Du bist richtig berühmt dafür, erwählter Träger des Blitzschutzhelms zu sein. Es hat noch kein anderer geschafft. Trag dieses Hämmchen wann und wo du nur kannst, um unseren Meister Koga zu huldigen. Achso, ja gut, okay. Ah, es nimmt einfach kein Ende. Wie oft muss ich nachts zwischen dem Untergrund und der Oberfläche hin und her? Das und eigentlich alles andere auch ist nur die Schuld von diesem Link. Hä, Link? Das war eine blöde Frage. Link ist doch der Leibwächter von Zelda. Der kommt uns bei jeder Gelegenheit in die Quere. Ich kann dir gar nicht sagen, wie der mich nervt. Aber wir arbeiten daran, uns im ganzen Land auszubreiten. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn kriegen. Haha, er wird niemals erwarten, dass wir uns als Bäume verkleiden, um ihn besser auflauern zu können. Als Bäume verkleiden? Als Bäume... Moment. Als... Was? Sind die Bäume, die lebendigen Bäume, sind das Jäger? Ist das jetzt dein Ernst? Nee. Quatsch. Was? Okay. Hm? Ach so, gut, das war's. Gut, da sind wir draußen. Okay, cool. Das war's wirklich. Das war's. Cool. Dann haben wir das Jägerversteck abgeschlossen. War super lustig hier, echt. Jetzt haben wir auch diese coole Erdbändiger-Technik, aber halt auch nur ohne Waffe. Und die ist leider auch gar nicht so stark, außer... Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja stärker, wenn wir Link-Outfit anhaben. Ich weiß es nicht, aber... grundsätzlich, coole Sache das. Das hätten wir. War echt funny hier, wie mal wieder da gewesen zu sein.